Hi, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Mal wieder Zeit für ein Destiny-Video. Es gibt eine Menge News, eine Menge sehr interessante News, finde ich, was jenseits des Lichts angeht. In den letzten Wochen gab es ein paar This Week at Bungie-Posts, die gibt es jetzt auch auf Deutsch. Der gute Maurice übersetzt die, glaube ich, ursprünglich immer von DMG geschrieben. Und die fasse ich heute mal für euch zusammen. Geh mal so da drüber. Wie ihr ja wisst, gab es ja schon länger das Gerücht, dass Bungie irgendwie an ihrer Engine arbeitet und dass der Grund, warum diese ganzen Planeten jetzt hier verschwinden, ne, in Jenseits des Lichts, also erstmal aus dem Spiel genommen werden, eben ist, dass sie da im Hintergrund irgendwas schrauben. Und das haben sie jetzt tatsächlich auch endlich mal bestätigt. Es gibt auch einen neuen kleinen Trailer zu Europa, den gucken wir uns gleich zusammen an. Bevor wir in diesen Europa-Trailer reingucken, haben sie erstmal grundsätzlich ein bisschen über Europa gesprochen, über ja, diese Engine, da kommen wir gleich nochmal zu, aber was man da eben am Endeffekt dann auch so rausbekommen kann, ist ganz interessant, nämlich neue Wettereffekte. Sturmsysteme haben sie hier ja ins Spiel gebracht und hier gibt es auch kurz ein paar Beispiele. Also das ist quasi Europa, ja, ohne Sturm, ohne Schnee, ne? Also so wie es normalerweise aussieht, halt wieder so ein richtig schönes Bungie-Gebiet. Und hier haben wir dann so einen leichten und einen starken Sturm und das sind eben die drei Varianten, für die sie sich am Ende entschieden haben, die natürlich dann auch irgendwo, ja, Audio und visuell natürlich das Ganze so ein bisschen ändern und Atmosphäre ändern, auch immer dann an die Story-Missionen angepasst, haben sie gesagt. Das ist aber dann halt ein bisschen dynamischer als eben einfach nur immer dasselbe Wetter und sowas. Das finde ich ziemlich cool. Was interessant ist, dass sie währenddessen auch überlegt haben, ob diese Stürme tatsächlich eventuell ein Gameplay Einfluss haben könnten. Wir wissen ja, dass wir mit den Stasis-Fähigkeiten uns gegenseitig einfrieren können und die Gegner natürlich. Übrigens, zu den Stasis-Fähigkeiten von jeder einzelnen Subklasse habe ich auch vor kurzem ein Video gemacht, wo ich ja die ganzen Skilltrees, die Bungie hier auch schon auf ihrer Webseite gezeigt habe, mal angeschaut habe. Da lernt man ein bisschen, wie das funktioniert. Die kann man ja genauer anpassen, als das jetzt bisher der Fall war. Ist ein bisschen mehr wie in Destiny 1, ist aber auch darüber hinaus noch ganz interessant. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, das ist jetzt hier und am Ende des Videos verlinkt. Aber damit wollte ich mal kurz hier anfangen. Ich finde das eigentlich ziemlich interessant. Also sie reden halt hier jetzt mehr über den Prozess, ne, dass sie sich irgendwelche Naturdokus angeguckt haben, um es halt möglichst gut zu machen. Aber hey, wenn Bungie 1 kann, dann ist es Artwork, dann ist es Design und Look. Ne, das ist ja immer bombastisch und prima, also da hatte ich jetzt irgendwie keine Bedenken. Diese Stürme und andere Dinge, ja, das fußt teilweise eben in diesem Engine-Wechsel, zu dem wir jetzt mal kommen. Ist das hier ein bisschen, ja, ein bisschen sehr in der Materie drin. Ich verstehe da auch nicht alles von. Ne? Ich bin ja auch kein Spieleentwickler oder so, aber ich finde, die haben das hier eigentlich ganz interessant geschrieben. Vor allen Dingen, ja, sag ich mal, sind sie darauf eingegangen, was das jetzt am Ende für die Spieler bedeutet. Ihr wisst ja vielleicht, es gab schon länger das Gerücht, schon seit Destiny 1 eigentlich, dass Bungie es wohl offensichtlich mit der Engine nicht ganz so leicht hat, schnell Content zu produzieren, dann nicht so schnell agieren kann. Und das Spiel ist ja über die Zeit auch immer weiter größer geworden. Eine der Ideen, über die ich ja auch in anderen Videos geredet habe, von denen sie gesprochen haben, ist, dass sie mit Jenseits des Lichts das Spiel so ein bisschen wieder komprimieren wollen, deswegen dieser ganze Content Vault, also Sachen rausnehmen und das so kuriert dann eben euch zur Verfügung stellen wollen. Aber jetzt natürlich ist ja auch klar, dass sie die Sachen halt erstmal rausnehmen, um die zu überarbeiten, höchstwahrscheinlich. Interessanterweise reden sie hier so ein bisschen von den grundsätzlichen, ja, Systemen unter der Haube in Destiny. Und zwar laufen Missionen, laufen die ganzen Kalkulationen für sowas offensichtlich normalerweise über einen Missionshost. Und der ist ein bisschen limitiert, also das, ne, Missionshost oder was auch immer hier steht, oder Physicshost, diese zwei Dinger, das sind im Endeffekt so zwei Systeme. Das ist jetzt, schätze ich mal, was ganz Eigenes von der Engine. Einfach Dinge, die verschiedene andere Sachen ansteuern, ne, oder Kontrolle über verschiedene Sachen in der Engine haben. Und dieser Missionshost, der hat so ein paar Limitationen, zum Beispiel, dass der eben nur weiß, hey, wie viele Gegner sind jetzt da und wie viel Leben haben die oder sowas. Aber halt weiterführende Informationen, da konnte der jetzt nicht so drauf zugreifen. Das heißt, das war für die erstmal jetzt ein bisschen limitierteres Modell. Das heißt, dieses Funktionsscripting, also was jetzt im Spiel sozusagen passiert, haben sie jetzt auf den Physics-Host überschrieben. Und der Physics-Host, naja, das ist eben die Physik-Engine. Die weiß eben, was in der Spielwelt tatsächlich passiert. Die weiß nicht nur, wie viele Gegner noch da sind. Erinnert euch zum Beispiel an so typische Missionen, erledige 10 Wecks oder sowas. Sowas ging bisher. Aber was sie jetzt eben machen, ist, dass der Physics-Host das Ganze steuert und auch dann Zugriff darauf hat. Das heißt, der weiß natürlich alles. Der weiß, wo sind die Gegner, wie haben die sich gerade bewegt, also ihr Bewegungsvektor, was machen die genau. Und das öffnet denen, so wie ich das jetzt hier verstehe, wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten, eben auch, ja, Quest-Design oder Encounter-Design, ne, oder Kampf-Design zu machen, sozusagen. Dieses neue Skriptmilieu hat auch, ja, Verhaltensweisen auf komplexe Art verändert. Also die mussten da wirklich
offensichtlich, so wie sich das hier liest, sehr, sehr viel unter der Haube machen. Jetzt macht das auch alles viel mehr Sinn für mich. Bin froh, dass sie jetzt mal darüber gesprochen haben. Wie gesagt, gab es ja schon Gerüchte dazu. Und das kann auch dazu führen, dass es halt in den Missionen von Jenseits des Lichts vielleicht erst nochmal zu Bugs kommt, sagen sie ja auch schon ganz direkt. Natürlich haben sie ja vorher das Ganze auch getestet und so weiter, aber naja, man weiß ja nie. Sie wollen uns hier so ein bisschen darauf hinweisen, dass sich da wirklich einiges jetzt wohl ändert und es kann dazu führen, dass es eventuell halt ein bisschen, am Anfang vielleicht ein bisschen komisch ist. Ja, ein weiteres cooles Feature, was ich hier auch ganz cool finde, ist, dass man sich jetzt eben da dieser Physics Hostess alles regelt und halt eben viel mehr Zugriff auf den ganzen Krempel hat, irgendwie leichter treffen kann, Einsatztrupps bilden kann, ohne ständig nachzuladen in den Turm. Also so wie ich das verstehe, war es ja oft so, dann war der Turm irgendwie voll und dann war da kein Platz mehr für eure Freunde und sowas. Das heißt, ihr könnt jetzt wahrscheinlich eine Party gründen, unabhängig davon, wo gerade eure Kollegen sind. So verstehe ich das. Was das auch heißt, ist, dass sie sich damit jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen, oder das ist eins ihrer Ziele, ja eben Patching kürzer zu machen, einfacher zu machen. Die nennen hier tatsächlich irgendwelche Zeiten. Wenn die jetzt eine Version oder die Patches gemacht haben, die Änderungen gemacht haben, dauert es meistens mehr als 24 Stunden, bis das dann fertig kompiliert und so weiter ist, also dann uns zur Verfügung gestellt werden kann. Das haben sie jetzt durch diese Änderung wohl auf 12 Stunden halbieren können. Also heißt es, die können schneller reagieren. Dadurch, dass sie jetzt das Ganze irgendwie so schlank machen, sage ich mal, würde es möglicherweise dann auch allgemein leichter, Patches zu machen. Zumindest war das eine erklärte Idee von Bungie. Man kann natürlich nur hoffen, als Destiny-Fan, dass das dann was Gutes für uns bedeutet. Ich kann mir eben aber auch vorstellen, dass dieser Physics-Host, wenn der ja genauer weiß, was in der Spielwelt sozusagen abgeht, irgendwie auch, wenn sie jetzt hier sagen, dass man sich leichter matchen kann in eine Gruppe und sowas, deutet das für mich vielleicht mehr auf so diese Live-Event-Sachen hin oder andere spannende Sachen, wo sie ja schon mal so ein bisschen mit rumprobiert haben. Aber ja, ich bin gespannt, was das jetzt bedeutet. Wie gesagt, das ist halt jetzt wirklich sehr unter der Haube. Es hat aber ein paar ganz konkrete Auswirkungen jetzt auf uns. Und zwar ist das eine so große Änderung jetzt im Hintergrund, dass wir das ganze Spiel, wenn Jenseits des Lichts rauskommt, neu runterladen müssen. Das ist also kein Patch. Wir müssen das ganze Game, das ist im Untergrund umgeschrieben, neu runterladen. Das heißt, die geben uns vorher auch 10 Stunden Zeit für den Download. Problem ist natürlich, naja, wenn du jetzt nicht so ein gutes Internet hast, 10 Stunden für 59 bis 71 GB, ziemlich viel, aber ihr könnt zumindest vorher dann schon mal ein Preload machen und in der Nacht vom 9. auf den 10. November könnt ihr das dann eben schon mal runterladen. Es hat sich aber auch anderes geändert an der Technik. Eure Gesichter, also wie die Gesichter erstellt werden, hat sich geändert. Das heißt, das Gesicht eurer Hüter könnte tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Und sie sagen auch hier, dass sie nach dieser Änderung eventuell in Zukunft, wahrscheinlich nicht jetzt, dann mehr Optionen für die Spieleranpassung einsetzen. Das heißt, wir können unseren Hüter wahrscheinlich in Zukunft mehr anpassen und dementsprechend ja auch nochmal unser Gesicht nachträglich ändern offensichtlich. Beleuchtung hat sich auch geändert oder diese Engine in den frühen Phasen von Jenseits des Licht haben sie ja eben an diesen Sachen für Atmosphäre und Beleuchtungskrempel für Europa gearbeitet und haben dann nachträglich noch die ETZ und Nessus mit neuer Beleuchtung versehen. Das heißt, diese Gebiete können jetzt an verschiedenen Stellen unterschiedlich aussehen. Also bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Ich weiß nicht, hier steht es jetzt nicht genau, ob die auch solche dynamischen Wettereffekte bekommen, ob das die anderen Gebiete noch bekommen, was natürlich irgendwie cool wäre. Davon haben sie jetzt nichts gesagt, aber auf jeden Fall hat sich die Beleuchtung hier nochmal geändert. Wir gucken jetzt noch ganz kurz in den neuen Europa-Trailer rein. Da ist ein bisschen mehr Gameplay zu sehen, man kann ein bisschen Varix hören. Ja, derselbe Varix, der uns im Endeffekt verraten hat, der das Gefängnis der Alten ja mehr oder weniger zerstört hat, der den Ausbruch eingeleitet hat, erzählt hier in diesem Trailer ein bisschen was. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal kurz an. Ein paar neue Eindrücke von Europa. Hier so eine Zitadelle, die sehr interessant aussieht. Hier sieht man, wie die Finsternis irgendwas konstruiert, ganz interessant. Varix redet mit uns auch in einem eher freundlichen Ton, wenn er jetzt hier wirklich mit uns redet. Hier sieht man auch übrigens gleich ein paar neue Vex-Gegnertypen. Da ist auch Varix jetzt zu sehen. Interessanterweise hat man hier auch mal ein bisschen mehr Abwechslung visuell jetzt, was man sehen kann. Nicht nur Schnee, sondern eben auch unter Tage sind Sachen. Hier noch eine weitere Zitadelle. Sehr viel ebenso interessante Architektur. Vielleicht irgendeine andere vergessene Zivilisation. Sieht natürlich vielleicht ein bisschen aus wie die Finsternis. Da war gleich eine Szene, zu der ich nochmal zurückspulen muss. Jetzt redet wieder die Exo-Stranger mit uns.
Natürlich hauptsächlich sieht man viele Gefallene, aber auch Vex eben und auch Vex-Architektur unter Europa. Eben, ich finde es halt schön, dass es recht abwechslungsreich ist visuell und eben nicht nur Eis und Schnee. Was mir auffällt, ist, hier sind teilweise sehr, sehr, sehr viele Gegner auf dem Screen. Das könnte sein, dass eben durch diesen Engine-Wechsel oder diese Änderung es dann dazu führt, ja, dass wir hier mehr Gegner auf dem Screen haben können. Jetzt will ich nochmal kurz zurück zu ein paar bestimmten Stellen. Und zwar haben wir einmal hier diesen Kollege. Das ist ein offensichtlich neuer Vex-Gegnertyp. Das sieht aus wie so eine Mischung aus einem Minotaurus und einer Hydra. Da kommt hier so die Faust raus oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Da hat man am Ende auch vom Trailer übrigens so ein riesiges Vex-Gate wieder gesehen hier. Ja. Was aber irgendwie mit gefallenen Technologie verbaut ist. Ganz interessant, wahrscheinlich irgendwie in einer Mission zu finden. Und mal hier dieser Gegnertyp, der ist schon ganz interessant. Ne? Ist irgendwie so ein zusammengefalteter Minotaurus oder so, der so ein bisschen wie eine Hydra aussieht. Auf jeden Fall ein neuer Gegnertyp. Die Gefallenen haben ja auch einen neuen Gegnertyp, also diese Max. Also da gibt es halt auch was Neues zu sehen. Und dann gab es noch eine ganz interessante Stelle, nämlich diese hier, wo man eben ne, die Clovis Spray Untergrundanlage hier sehen kann, Exos und Vex. Das hängt natürlich zusammen, weiß man ja schon aus der Lore, für diejenigen von euch, die das halt noch nicht so wussten. Clovis Spray hat ja auch auf, ich glaube, Venus war es, bin mir nicht ganz sicher, in Destiny 1 haben sie auch an Vex rumexperimentiert. Und vielleicht in der Story wird man da ein bisschen mehr herausfinden, wie das Ganze zusammenhängt, was die Technologie der Vex mit den Exos zu tun hat. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum der Exo-Stranger oder die Exo-Stranger, muss man ja eher sagen, durch die Zeit reisen kann. Wer weiß, wie das alles zusammenhängt. Ist auf jeden Fall spannend. Und ich denke mal, ja, im Verhältnis zu Forsaken, wo er viel über die Erwachten, die Awoken erfahren hat, diese Subrasse, nenne ich sie mal, erfährt man hier jetzt wahrscheinlich einfach auch mehr über die Exos, was ich persönlich ganz cool finde. So, jetzt reden wir noch kurz über die Änderungen der Geister. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Wir haben ja neue Systeme bei dieser neuen Subklasse, bei der Stasis-Klasse, wo man eben etwas mehr anpassen kann. Rüstungen, Waffen und so weiter mit Mods und alles. Die Geister sind aber da, was das angeht, ein bisschen zurückgeblieben von der Anpassbarkeit her. Das wird aber jetzt nachgereicht. Geister kriegen jetzt eben auch Energiestufen und Mods und so weiter, so wie man das eben aus anderen Teilen jetzt in Destiny schon kennt. Es gibt eine Anzahl an Standard-Mods, die ihr allgemein schon freigeschaltet habt. Und andere muss man eben jetzt nochmal nachträglich freischalten. Geister haben dann auch am Ende jetzt 4 Mod-Fassungen, 3 sind standardmäßig frei und den 4. schaltet man frei, wenn man den Meister werkt. Also kann man Geister jetzt eben auch Meister werken. Das heißt, Geister sind jetzt mehr auch kosmetische Items. Also ihr könnt jetzt auch eher den Geist, der euch einfach visuell am besten gefällt, benutzen und seid dann nicht mehr daran gebunden. Was ganz interessant ist, hier haben sie so ein paar Beispiele auch für Mods genannt. Und zwar ist hier so ein bisschen rausgekommen, das kann man gleich auch unten nochmal in Screenshots sehen, dass es jetzt auch Mods gibt, diese seltenen Upgrade-Materialien, die man normalerweise eigentlich nur aus High-End-PvE-Krempel kriegt oder aus Prüfung des Osiris, einfach über Grind mit einer gewissen Chance zu bekommen, wenn man einen bestimmten Mod in den Geist reinmacht. Also auch im Schmelztiegel, auch im PvE wird es dann wohl leichter sein, an diese Upgrade-Materialien zu kommen, die man dann natürlich fürs Meisterwerken und so weiter braucht. Hier gibt es neue Mods für Erfahrungspunkte gewinnen, 12% mehr als man sonst haben kann. Das ist aber jetzt nur ein saisonaler Mod, wie man hier sieht, der dann nach Ende der Season verschwindet. Das ist hier auch ein saisonaler Mod, der gegen ja, Bosse in Strike-Playlists, also normalen Strike-Playlists oder Nightfall-Strikes, Dämmerung-Strikes eine Chance hat, uns Enhancement-Prisms, also diese Prismen zu geben, also die selteneren Upgrade-Materialien. Und ja, das ist ziemlich cool aus verschiedenen Gründen. Ne, hat man ein weiteres, ich sag mal, kosmetisches, offenes Item, ein bisschen mehr Anpassbarkeit, da bin ich natürlich immer für. Und ja, sehr viel Anpassbarkeit wird man, wie gesagt, auch in den Subklassen-Skillbäumen haben und auch da Items in der Welt freischalten können. Aber wenn ihr das alles nochmal sehen wollt, ist am Ende des Videos verlinkt. Im Moment, ja, mache ich gerade so ein bisschen eher Destiny-Pause, wie ihr merkt. Ich spiele zwar noch ab und zu, wir streamen auch nochmal ab und zu auf twitch.tv/thebadbeard. Ich spiele aber auch gerade andere Games. Ich spiele gerade Hades, das ist so ein Roguelike, was ich ziemlich gut finde. Ich gucke in die Mario Collection rein und spiele im Moment auch wieder No Man's Sky, weil das ein cooles Update bekommen hat. Vielleicht am Ende des Videos auch noch ein paar Sachen verlinkt. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich, wenn weitere News zu Jenseits des Lichts kommen, erwarten, dass ich da auch Videos zu mache, logisch. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn das Ding dann droppt. Werde dann auch hoffentlich auf der PS5 dann direkt reinschauen können. Ja, aber das war schon alles, was ich euch heute sagen wollte. Was haltet ihr von diesen Änderungen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.
We'll be right back.